Crossbow. You shall do. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Desolation's Wake ist zwar schon seit einer Weile vorbei, aber ich habe noch eine Menge Aufnahmen aus dem Event und vor allem diese zwei möchte ich euch nicht vorenthalten. Größtenteils war Desolation's Wake ein voller Erfolg und das bisher beste Event meiner Meinung nach. Falls euch interessiert, wieso ich so empfinde, schaut euch doch gerne mein Recap-Video an. Im selben Video rede ich auch natürlich über den Peacekeeper-Trade und weshalb dieser ein Problem war. Mit diesem Trade war es einem möglich, seine komplett toten Teammates wiederzubeleben, genau wie wenn man ein Bounty Token hätte. Und wieso diese Fähigkeit teilweise sehr lästig gewesen ist, seht ihr in den nächsten zwei Runden, die ich euch mitgebracht habe. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein. Ich platziere eine hier am Supply Point. Mhm. Okay. Zieh die nicht da, das ist ein bisschen zu obvious. Jetzt zieh die hier in dem diesem Grasfeld. Mhm. Vorsicht, die Raben löse ich nicht aus, du schon. Ich würde mich ja bedanken, aber das ist auch in deinem Interesse. Hörst du irgendwas, Leon? Ja, haben sich gerade irgendwas angezündet. Oh, ich hab den Vorschot-Folder vergessen. Upsi. Oh, neben mir. Süden. Lol. Was dann? Nice. Ich hab nix. Ja. Wo liegt der? Ich hab doch. Oh mein Gott. Mosin Spitzer Uppercut PFMJ. What the fuck? Ja. Uppercut P hat sich genommen. Ja. Hättest du früher sagen müssen. Nein, Spaß. Ich hab den Dreck angezündet. Ich weiß nicht, ich wollte es nur mal sicher gehen. Kein Bock, dass ich da jetzt irgendwie geheadshottet wäre oder so. Ja, die Waffe ist so unstabil, Alter. Ja, kein Bock darauf. Also ich pick da nicht weiter, die sollen schon näher kommen, wenn schon. Bist noch Angst, dass sie gesandwicht werden. Oh, wir rennen jetzt aber da unten rein. Ja, der wird auf jeden Fall aufgehoben, ich würde schon noch ein bisschen warten. Ah, wir können eigentlich Trespass ziehen, Lukas. Hast du noch? Stimmt. Ja, zwei Stück habe ich. Wird sie hier eine? Da ist jemand an der Trap gestorben. Oh, an unserer Trap ist einer gestorben! Wird sie die hier in diesem Grasfeld. LOL. Ah, der Trap ist einer gestorben. Nice. Oh. Geil. Und ich weiß nicht, hier vielleicht noch? Ja. Das ist ja viel zu lustig. Aber jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Waren bei Pitching Schüsse? Also ist da dann nur ein Team oder was geht ab? Ich weiß es nicht. Die hier draußen haben geschossen, also es haben auch Schüsse von weiter weg gezogen. Ich glaube, die sind vielleicht einfach rausgemoved, weil sie den Fight verloren haben oder so. Hm. Ja, aber reingehen würde ich da eh nicht. Auch mit Katana und Fischhead kommen. Habe ich keinen Plan, was die haben. Bruder brennt immer noch. Das heißt, wenn die laufen sind, können die ihn eh aufheben, aber dann tut es deutlich mehr weh. Und dauert auch deutlich länger. Bewegen die sich, die im Bossraum? Hört ihr irgendwas? Ja, nix. Nein, ich höre nix, aber ist auch kein Audio. Okay, ist ausgebrannt. Das ist schon mal gut, das heißt, wir müssen dann auf jeden Fall jetzt mit Lawful heben. Los, gerne doch. Ich
Ich höre doch absolut nichts. Also, nicht mich verrückt. Aber ich glaube, die haben Shotguns. Ich bin in meinem Chat fragen. Ups, was hat er geschrieben? Ja, schaut sich das nicht im Chat? Ne. Nee. Na, hat er geschrieben. Na. Hä, wieso seht ihr das nicht? Vielleicht haben wir ja, ich nicht so mal an dem Video. Wie wahrscheinlich ist es, dass die lügen? Natürlich hat er gelogen, hä? Aber als ob jemand lügen würde. Sind wir Richtung Wasserausgang? Gut, was wir machen könnten, richtig YOLO, einer geht durch den Aufzug rein, einer geht hinten rein durchs Wasser und einer geht hier unten durch Rampe oder Treppe rein. Und dann würde ich an derselben Stelle gleichzeitig jobben, oder? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir vielleicht alle ein Fass haben. Naja, also in dem Raum vom Ding gibt es kein Fass. Und wenn man rauskommt, auch nicht. Also hier... Alle in Aufzug nehmen. Hier unten, ja genau hier ist ein Fass vor der Tür. Muss man aufpassen, das ist halt... Ja, auch also vor der, Fass, vor der Tür raus, aber man muss halt dann nach links gehen. Oh Gott. Prosper. You shall live. GG, GG, guys, GG. Ich hab Ultra. Get headshot. You actually didn't have shotguns. I'm kinda surprised. True. Das ist eine Scheiße, Alter. Vor allem, ich werd gekillt und sie machen nix. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass vielleicht der Santa, den ich gekillt habe, nur einen Mate hatte. Oder hast du beim Supply Point da hinten oder beim Baum, ich weiß nicht, ist das? Ja, du hast auch einen Supply Point. Da war ein Blackout. Aber hast du da zwei gesehen, meine ich, oder nur einen? Nein. Okay, weil der Santa liegt immer noch. Und da ist jemand! 60, aber nur einer! Was? Aufpassen, dass ja nicht unsere Feinde hier laufen, die wir platziert haben. Oh, mir fehlt jetzt halt schon Balken. Ist das halt nur einer? Warum ist das nur einer? Ah ja, es sind zwei direkt auf einem Haufen. Okay. Beim Supply Point oder? Ja. Weiter hinten tatsächlich. Okay, dann moven sie, glaube ich. Mhm. Bleiben sie stehen. Ich hätte alle meine Sekunden rausgehauen. Sind im Compound. Ich sehe sie nicht mehr. Ich glaube, sie sind im Keller. Müssen sie ja eigentlich, ne? Weil so schnell kommen sie nicht weg. Du hast vielleicht nicht nach unten geschaut. Ja, ich hab nicht nach unten geschaut. Wirklich. Die sind durch den Eingang auf jeden Fall rein. Oder vielleicht durch beide, ich bin mir nicht sicher. Gut, wo geht ihr da rein? Ich geh hier rein. Ja. Sind die doch irgendwie weitergelaufen? Hä? Och, Dicker. Was ist denn das, Mann? Ist das
ist das scheiße, Junge. Ich hasse sowas. Was ist das denn? Very fun Gameplay auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich unsere Feinde replaced und denken sich jetzt. Also die beiden im Wald, die waren auf jeden Fall noch da. Ich weiß nicht, wir können mal zu Cache gehen und schauen, wir brauchen E-Biken. Oh. Ich hab's halt schon einmal benutzt. Das fängt an fallen, ne? Also die ist noch da. Die wurde ausgelöst. Natürlich, Big Bandus. So, oben Tower ist nochmal ein, ich hab keine Plätschmark mehr. Ich kann so offen. Ich hab noch 2. Bitte keine Big Bandus, bitte keine Big Bundles. Ja, danke. Normale Bundles. Warte mal, ich hätte ja danach noch Darkside checken können, ob sie noch in einem 75 Meter Radius sind. Ja, nächstes Mal. Wenn es auch jemals wieder passieren wird, diese Situation. Dann einfach best hier Water raus, oder? Ja, mal schauen, ob sie uns auch irgendwie abfangen wollen oder so. Das ist super strange. Die machen Roger. Okay, da mucken wir hin, oder? Ja. Blood for the Blood Gods. Hast du auf jeden Fall eine Shotgun schon einmal. Wo war das ungefähr? Ich weiß nicht, ob das Catfish war. Es klang eigentlich mehr so Richtung Healing. Aber es ist nicht Healing, deswegen. Ja. Catfish oder Ranch? Aber Ranch kann eigentlich Roddy nicht sein. Glaube ich. Mich stört so ein bisschen, dass sie nicht weiterschießen, ne? Ja. Nein, an sich, wir können auch einfach warten, bis sie Roger gekillt haben. Ja. Wo war das? Wo war das? Das war Healing. Wirklich? Ja. Fuck. Okay, dann warte, ich nehme davon von Roger. Ich nehme davon den Roger Trace, machen wir einfach Roger. Ja. Kriegt noch einen Plan. Was passiert da? Zeigt nach oben Richtung Puerto Rico. Wow. Was machen die? Was passiert da? Ich check's nicht. Was ist deren Mission? Warte, ich muss mir ganz dringend Socken anziehen und was drüber werfen. Mir ist echt kalt, Alter. Ja, ich lauf mal nach oben, I guess, oder? Und wart noch kurz auf uns. Was? Ich bin schnell wieder bin. Ja gut, wir gehen ja jetzt zu Roddy, ne? Würde ich sagen, dann haben wir Darkseid und wenn sie dann immer noch nicht da sind, dann gehen wir einfach raus. Ja, dann haben wir alles auf der Map, dann ist auch rum. Ich seh wen. Hit, das ist der Black Code. Wo war der? Hier an der Mauer, glaube ich. Ich glaube, er war noch außerhalb, also sollte nicht reingelaufen sind. Also zwischen uns, oder was? Ja. In Healing. Ja. Waren die vielleicht vorhin wirklich im Keller, Alter? Da ist einer. 2. Jetzt sind wieder 3. Super gut. Einer down. Hier hinten ist der Blackout. Auf Ping, hier. Er geht hier, das geht der Tor raus. Ja, bei mir ist einer. Hit. Blackout blutet. Das ist der Center. Wow. Ist nur noch die Black Cloud. Ja. Bei der Scheune. Ich blute schnell den Center nur für eine Sekunde. Ist das kacke, Alter. Er ist halt wieder am Rennen. Well, let the hunt begin. Jetzt.
aufpassen, dass er nicht in unsere Fallen läuft. Ist ja lustig, wenn er reinlaufen würde. Vor mir. Oh, ist so knapp. Oh, Headshot. GG, my guys. You've played the long game. Holy fuck. GG. Er hat noch so gesagt, oh, not that type of ammo. Hä, er sagt aber, Moses Spitze. Und ja. Dem Playstyle, komm, was ist, hä? Oh, geil. Den hab ich doch gerne gekillt. What the fuck? Ich bin froh, dass er mit einem Headshot gemacht hat, das hat sich gut angefühlt. Ja. Okay. Krass, das war tatsächlich das Team vom Santa. Ich hab mir vorstellen können, dass Santa solo ist oder das Team schon down ist oder irgendwas. Nee, das sind tatsächlich die. Und einer von denen ist in die Falle reingelaufen. Ja. Das wäre so schön gewesen, wenn er wieder in eine Falle reingelaufen wäre zum Schluss. Es wäre so schön gewesen. Ah, das sage ich ein Träumchen. Santa liegt da vorne am Baum. Das ist ja nice. Das finde ich auch echt früh im Flüchtet gewesen. Ja, das glaube ich dir. Das hat ihm gar nicht gefallen, dass er da geblutet hat. Das war das Einzige, was mit 1 bis 2 Shots einfach seinen Retreat abhalten konnte. Ja, hier, die Uppercut PFJ. Ja, auch eine Crown und Uppercut. Wurden einfach komplett wegbombardiert. Ah, es gab ein Duo. Zwei 3-Stars. Ach du Scheiße. That explains a lot. Auch im Nachhinein frage ich mich immer noch, ob die zwei tatsächlich doch im Keller bei Healing Waters Church waren. Hätten wir uns mal daran erinnert, dass wir als Bounty Carrier Instinct haben und in der Darkside sehen würden, wenn sich Gegner in einem Umkreis von 75 Meter befinden, hätten wir vielleicht gar nicht so lange suchen müssen. Naja, GGs und ab in die nächste Runde, die wirklich perfekt zeigt, warum Peacekeeper so nervig sein konnte. Hätte Flitch gegen Meathead. Natürlich ist anders als weg. Du kannst ein bisschen packen und kannst die Box da nehmen. Da kannst du mir ein paar Messer auf den Boden werfen. Okay. Baited. Ja klar. Oh, die waren halt echt nah an uns, dass wir die nicht gehört haben. Ja. Die haben da einfach wahrscheinlich gewartet. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht, ob es überhaupt mehrere sind. Hier in meine Richtung laufen, einfach mal kurz Abstand. Oh, Nordosten, außen. Zwischen uns quasi. Hit. Down. Ah, Rampage. Ex. Na ja, egal. Hab ihn. Waren alle. Bist du Lawful? Oh Gott, echt jetzt? Es geht direkt weiter? Also der hier ist, glaube ich, safe zu looten. Wirft was.
Ja, keiner von denen ist der mich original gekillt hat. Er ist ein Plague Doctor, ne? Ja. Ich bin nicht expected. Ich glaube, das ist der. Ich habe keinen Doktor, dabei, was ups. Das ist ein Reptilian. Ja, das war der, der mich am Anfang gekillt hat. Okay, ich dachte, das wäre ein Ding gewesen. Ich glaube, dann ist der echt solo. Ja. Marathon Katana. Kannst du eine Vision Pacten gehen? Am besten vielleicht Richtung Healing. Also, das untere. Ja. Ich bleib bei dem. Ich lasse den nicht aufstehen. Das ist ein Schuss mitten im Nirgendwo, Bro. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ja, das ist mitten im auf dem offenen Wasser. Ich habe vorhin nochmal Retic. Ich meine. Ja. Ding gesehen. Nimm von. Warst schon so beim Supply Point, oder? Ja. Hättest eine Laterne mitnehmen können. Ah, true. Aber hier im Compound wird schon eine sein. Ja, ich denke auch. Okay, bleib du kurz bleib du kurz bei ihm. Ja. Mann, Alter, das nervt mich, das jetzt. Passen wir da hinten die Action. Wir gehen nicht, bis da ausgebrannt ist. Das ist nämlich hundertprozentig ein Solo. Oh, Dragon Breath Rifle und Dual Wield True Shot Bleed. Das ist wild. Jetzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das der Feind ist hinten vorbei, da wird schon ewig gar nicht mehr geschossen oder so. Ah, so viel dazu. Kann ich mal rüberschauen. Vorsichtig aber. Entweder prankt mich Ashblum oder ich habe im Osten gerade Steps gehört. Aber gut möglich, dass es Ashblum war. Okay, ist ausgebrannt. Um Towers. Oh. Oh, ja. Schön. Dann zwei, oder? Ja. Drei sogar. Das ist nicht so geil, dass ich keinen Doktor hab. Wir möchten die Witness ausreizen. Mimimi. Sehr schön. Direkt an diesem Baum. Jetzt läuft er weiter nach links. In Gebüsch. Wir haben uns gegenseitig gehittet. Muss hier hingehen. Mhm. Der eine ist hinter das weiße Haus gegangen oder der andere ist, weiß ich nicht. Kann aber gut sein, dass er immer noch in Necro Range ist. Über den Tower hoch, wenn ich da sterbe, ist nicht so schlimm. Ja. Tower. Watch Tower. Mhm. Hit. So kacke bei Ashblumen. Ist das nur er, der da oben ist? Ja, ich glaube, er ist immer noch allein. Wo ist die Witzister? Achso, das weiß ich nicht. Kann man gut vorstellen, dass die immer noch oben ist.
Er ist immer noch oben. Ja. Es war eine Frau. Ich glaube, es ist ein Homeback da oben drin. Ah, ja, das kann gut sein. Ich hab 3 Sticks, also mach dich bereit, dass es vielleicht droppt. Hit. Also ich werfe es hoch. Okay. GG, GG, nice fight. Just to be clear, we weren't camping there, we had to burn out a solo. Weil nichts Falsches denken, ne? Hast du denn schon gelootet? Ich gehe nicht davon aus, dass es schon fertig ist, ne. Ich schon. Ich glaube nicht, dass der resen konnte. Ich dachte aber, ich war mir sicher, ich habe da noch einen dritten fighten sehen. Ja, aber du hast doch 2 gekillt. Hä? Oh. Oh, ich hab nur den gekillt. 2-mal. Der wurde aufgehoben. Ach so. Ich dachte, du hast 2 gekillt. Oh. Das ist wieder ein bisschen gruselig. Ich dachte nämlich eigentlich auch 3 gesehen zu haben, aber ich bin mir so unsicher. Ich glaube halt hier im Gestrüpp ist irgendwo noch ein Weird Sister. Ich war mir so 100, eine Weird Sister gesehen zu haben. Moment, das oben, das war eine Corvid, aber... Haben wir die Boombox auf? Oh. Rex. Da ist der eine übrig. Muss seine Stamina reinhauen. Das Blöde ist halt, wir haben jetzt halt nichts zum Anzünden. Ich glaube, hab eine Laterne. Setzen wir den auf der Brücke an. Hast du ihn schon gelootet? Ja. Okay. Ja, eigentlich lohnt sich's gar nicht. Der letzte hat eh drauf, wenn er so wegrennt. Ist dennoch praktisch, weil dann muss er beide Reds reviven, dann hat er nur noch einen Balken und so oder so. Wenn er Ding benutzen muss, ist es besser, als wenn er es nicht benutzen muss. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es das war. Ja, gut, okay, scheiß drauf. Ich glaube eh, dass sie keinen dritten haben. Und wenn doch, dann ist es halt so, dann haben wir halt nochmal einen Fight später. Wir haben halt beide einen dritten gesehen. Ich bin mir unsicher, um ehrlich zu sein. Unviel Centennial Sniper. Oh, hier ist Leiche. Landort. Oh, funny. Und ich habe eine Laterne. Ich mache sie jetzt für den Transport aus. Dann, wenn wir da sind, mache ich sie an. So, dann mache ich jetzt mal einen Sprinter. Wow. Okay. Ja. Ja, nee, ich nehme die Winnie lieber mit. Na. 6k ja. XP schon mal. Der Hunter wird, glaube ich, Level 50. Clean Sweep. Ein Haufen Kills, 6k Hunter XP. Du wirst mich verarschen. We are back, baby. We are fucking back. We're back. Classic. We are back. No fucking way. Das ist ein Joke. Ihr Wichser. Ist das krass. Nee. Nee. Wir haben uns Bounty, dass sie uns nicht verlenken können. Ja. Das ist das Scheiße. Ja, kann uns wärmen. Das wird auch echt einfach gehen. Wir haben beide richtig gesehen. Oh. War das eine Nitro oder eine... Das war eine Mako. Mako, okay. Die Mako hört sich so gruselig an. Junge. Ja, wir haben jetzt auch Ding auf unserer Seite. Ich würde die aber schon gerne killen, muss ich sagen. Wie sieht's bei dir mit Muni aus? Ich bin voll. Also ich würde den Fight schon nehmen. Das war wahrscheinlich ja meine Mako, die gerade auf mich geschossen hat. Wobei, die hatten auch eine Mako. Einer, 2 kurz vorm Compound. Wenn es sogar alle 3 sind, ich weiß es nicht. Ja, der eine flankt, um ihn abzusichern. Ja, einer ist ziemlich nah im Zaun. Hit. Ja, Witch Sister, das ist richtig gesehen. Ja. Den Baum. Ich
Ich muss kurz heilen. Jo. Ah ne, ich treffe leider nicht. Oh, fast über dir, Vorsicht, geh da weg, ja. Schau nochmal. Immer noch alle drei quasi gleich positioniert. Einer ist ziemlich close. Osten. Zwei Stück da vor mir am Wald. Der andere ist Norden. Ich hab einen gekillt, mich hat die Wurzister gekillt. Du kannst nicht easy necron, wenn du... Oder sogar reinkommen eigentlich. Na, ich kann sogar rein. Liv am besten direkt eine Frag raus aus dem Fenster. Ah, cool Joke, okay. Ich weiß nicht, ob sie gerest hat, ich hoffe mal nicht. Oh, hat sie, okay. Der andere ist auf der komplett anderen Seite, ich würde ihn pushen. Ja, ich muss erstmal Husten aufhören. Das ist Sticky. Hä? Direkt da. Etza. Was? Ich weiß nicht, ob gerest wurde. Nee. Witzens, der liegt noch? Muss. Oh, wo? Hier. Er ist oben. Okay. Okay, ich sag nichts und Voice-Chat, das soll einfach. Das ist jetzt eine ruhige Schmach. Ja. Wow. Ja, ich hab's mir auch überlegt, aber ich hab mich auch dagegen entschieden. Ja, nee. Dass er da weitergeschossen hat, einfach mich gewundert. Ja. Aber gut, ja, okay, wäre weggelaufen, wäre mein Bundle gestorben. Ja. Vielleicht glaube ich, vielleicht wäre er sogar so oder so gestorben. Fucking hell, dude. Ja, Weird Sister. Fucking Weird Sister. Ist das krass. 23.500 XP. Ich glaube, so viel XP hatte ich noch nie. Tja, im Endeffekt gab es tatsächlich eine Weird Sister. Was ihr im Video aber allerdings nicht gesehen habt, ist, dass Lukas und ich uns noch echt viel umherbewegt haben. Wir waren sogar beim Seed Cache und bei den umliegenden Supply Points, um nach XP Boon zu suchen. Inzwischen waren wir uns halt einfach echt sicher, dass selbst wenn es eine Weird Sister gab, sie einfach abgehauen ist. Schließlich waren wir schon über 30 Minuten im Match. Und auch wenn ich es irgendwie wack finde, dass sie sich so lange versteckt haben, finde ich es dann auch irgendwie cool, dass sie uns nicht einfach so gehen lassen haben und nochmal einen Fight wollten. Aber dennoch, genau solch ein Verhalten war das Problem am Peacekeeper Trade im Zusammenhang mit dem Seed Medkit am Seed Cache. Und das ist nämlich auch das wirkliche Problem gewesen. Leute hauen einfach erstmal ab oder verstecken sich und es ist dann auch relativ egal, dass ihre Mates ausbrennen, da der überlebende Spieler sie einfach mit Peacekeeper aufhebt und danach einfach zum Seed Cache geht, um alle Balken wieder aufzufüllen. Und bumm, das ganze Team ist wieder wie neu. Während wir denken, wir sind alleine auf der Map. Ich meine, wir waren beim zweiten Match bereits seit über einer halben Stunde im Match. Und anstatt das so lange zu spielen, hätte die Weird Sister auch einfach direkt mitkämpfen können. Und wer weiß, vielleicht hätten sie den Fight sogar gewonnen. Weiß nicht, ob die Weird Sister überhaupt einmal geschossen hat. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe eigentlich nur die Mako so wirklich gehört. Und ja, hätte sie einfach mal direkt mitgekämpft, dann hätte sie sich vielleicht gar nicht so lange verstecken müssen. Aber naja, sie hat es lieber gemacht, 15 Minuten lang, nur um dann zum Ende hin doch zu sterben. Ich hoffe sehr, dass wir sowas in den zukünftigen Events nicht mehr erleben werden, auch wenn diese zwei Matches ganz lustig waren und wir bei beiden als Gewinnerteam raus sind. Übrigens, die zwei Red Sky Revived Spieler haben nicht mal mehr als Kills gezählt für uns, geschweige denn XP gegeben. Ziemlich mies. Aber wisst ihr, was noch richtig mies ist?